Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier auf dem Kanal, nämlich zu Silent Insanity. Every brother is caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Alles klar. Hier sind wir also. Wir haben 100 Leben. Ah, wir können sogar zuschlagen. Alles klar. Können wir uns hier irgendwie was mitnehmen? Ich glaube eher weniger. Tür geht auf. Was ist hier eigentlich? Da muss ich wie an Cryo 4 denken. Ich weiß nicht warum. Auch von der Grafik her muss ich wie an Cryo 4 denken. Interessantes drin. Was ist das eigentlich für Knöpfe hier oben? Ah, okay, das mit dem Springen, das hätten sie auch noch unten machen müssen. Die Tür ist zu. Die ist zu. Ich höre hier irgendwas. Diese Krissel von der Lampe hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt gerade, muss ich zugeben. Können wir hier irgendwas... Das ist ein Teddy. Wir können auf jeden Fall nicht rennen. Was ist das für Geräusch hier? Ist das eine Pizza? Oha, das ist eine Riesenpizza. Ah, das Radio ist das. Kann ich jetzt ausschalten? Nee. Was tut... Boah, das Licht ging hinten auf einmal an. Ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht weiter. Das war ein Stuhl. Was jetzt so gut ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube eher weniger. Die Tür ist auf. Das ist bestimmt das Badezimmer. So wie ich das originale PT habe ich damals nämlich auch gezockt gehabt. Okay. Gehen wir mal durch die Tür. Will es nicht öffnen? Will er nicht öffnen? Okay. Ach, hier ist auch noch eine Tür, die habe ich gar nicht. Geht auch nicht auf. Und desto weiter wir gehen, desto schlimmer wird es natürlich. Schritte? Nee, ne? Ich dachte, ich höre Schritte. Okay, ich will hier nicht weiter. Aber ich muss. Das ist meine Pflicht. Tür ist wieder zu. Bin mir echt gar nicht sicher, ob ich da jetzt hin möchte. Wir machen es einfach. Oh! Okay. Die Tür geht auf. Ich weiß nur noch nicht, ob ich jetzt rein möchte. Ich werde übrigens Mental Hospital 5 komplett von vorne nochmal mit euch zusammen zocken. Und, ich möchte... Wie hieß das andere Spiel, was ich nochmal gespielt habe?
Nicht White Day. White Day ist jetzt erstmal, ne? Gucken wir mal, ob ich noch weiterspiele. Destrained, genau. Das wollte ich nämlich in einer letzten Folge komplett mit euch, dass ich in einer Folge komplett das ganze Spiel nochmal durchspiele. In einem Ruck. Okay, hier ist aber kein Baby drin, ne? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst hier jetzt. Hier ist ja nichts. Was soll ich hier im Badezimmer? Böses Spülbecken. Böse Toilette. Oh Boden. Da ist Blut. Warum? Blute ich vielleicht aus der Hand, wenn ich so schlage? Ach ja, Tatsache. Wenn ich so da drauf schlage, in den Wänden, kommt Blut. Entweder bluten die Wände oder meine Hand blutet. Ich glaube eher das Erste. Tür geht auf. Ich hoffe nämlich immer, dass die Tür nicht aufgehen. Was ist das hier? Was? Hier gibt es Räume, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Muss ich mit der Petit-Tante nachher mich prügeln? Ich hoffe nicht. Ich wäre auch froh, wenn ich sie gar nicht zu sehen bekomme. Bekomme. Dann gehen wir mal weiter. Dieses Radio. Seit wann ist das eine Gitarre? Dieses Radio nervt aber auch extrem. Aber wegen etwas Blutiges. Was sag ich mit der Tür hier? Die kriegen wir nicht auf, ne? Ja, das ist wie beim. Fick dich. Wie bei Petit. Okay. Das Spiel ist übrigens gratis im App Store erhältlich. Im Google Play Store, um genau zu sein. Es geht hier gar nicht weiter. Wir müssen also irgendwas triggern. Oh, ich dachte schon, wir kommen hier nicht mehr raus. Diese Lampe, wenn die immer. Ich glaube, die spawnt halt einfach immer ein bisschen zu spät. Okay. Wollt nur mal gucken. Aber was. Wir müssen irgendwas triggern wahrscheinlich. Aber was? Aber hier ist ja nichts. Kann man die Kisten kaputt schlagen? Nee, ne? Ich kann die nur bewegen. Ist bestimmt Unity-Grafik. Dann nochmal hier rein. Habe ich hier irgendwie was übersehen? Hallo? Das ist jetzt echt Horror hier gerade. Ich glaube, ich war bei einem Raum hier gar nicht drin, ne? Die geht hier auch gar nicht auf. Ich dachte gerade, ich hätte jemanden gehört. Hier ist auch schon wieder so ein Teddy. Die Tür kann ich auch wieder öffnen. Aber das bringt mir ja nichts. Das ist auch. Die Tür bleibt die ganze Zeit offen. Aber die schließt sich wieder. Hier wird doch irgendwas im Badezimmer sein, oder? Hallo? Kosmetik. Kosmetik, sag ich schon. Shampoo hier, ne? Pflegezeug. Oh, falscher Knopf. Oder habe ich das Spiel kaputt gemacht? Wäre nicht das erste Mal, dass ich, wär nicht das erste Mal, dass ich Spiele kaputt mache. Hier vielleicht irgendwie was. Ach, guck mal, da ist ein Schlüssel. Was ist eine gute Idee, war den mitzunehmen. Jetzt kann ich bestimmt die Tür aufmachen. Kann ich die Tür nicht wieder schließen? Oh, ich will nicht, dass die offen bleibt, Mann. So, jetzt machen wir die Tür hier auf. Oh nein. Ich will da gar nicht rein.
Boah, das war so. Was war das? Ich habe irgendwas getriggert. Kann ich jetzt da durch? Die Pizza ist noch da, ne? Ja, die läuft einfach ab. Die wird schimmelig und dann schmeckt es auch gut. Ja, jetzt geht's weiter. Ich will aber gar nicht weiter. Ich bin mir sicher, die blöde Kuh kommt jetzt gleich. Hört ihr das? Ich will nicht weiter. Außerdem gibt es jetzt zwei rote Lampen. Sicher fühle ich mich jetzt nicht. Hier ist nichts drin. Ich höre es doch. Ich laufe einfach weiter, ist mir scheißegal. Oder bitte, ich muss nichts triggern, naja, Mann. Ich will nichts triggern. Ich muss was triggern, verdammte Scheiße. Ich kriege jetzt bestimmt irgendwie einen Jumpscare irgendwo ab. Ob ich überhaupt Bock um einen Jumpscare habe, da fragt mich keiner zu. Wir haben es gerade übrigens gleich 2 Uhr. Ich habe keinen Bock. Aber Horrorspiele muss ich. Das kommt von hier. Das ist das gleiche Spiel wie von gerade. Bock auf das Spiel mehr. Jetzt schon. Ich bin ein Weichei. Gib ich ja offen zu. Telefon. Ich kann doch nicht so schnell. Oh. Da ist jemand gegen geklatscht. War eine große Fliege, die ging einen auf den Piss und dann. Ich sehe da einen Schatten. Ach, das ist jetzt zugemacht da. Das ist kein Schatten, das ist Blutfleck. Ich gehe da nicht hin. Wo war das Telefon? Ich komme ja schon. Mama mia. Habe ich wichtigen Termin verpasst oder was hier los? Das hier. Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Fuck off. Mach die Scheiße hier auf. Ich will da rein. Wir werden so sterben. Ich an einem Herzinfarkt. Und der Spieler, die Spielfigur, der Protagonist. Aus Wut. Ich hasse das bei solchen Spielen, dass es immer so ruhig ist. Und dann gegen Ende auf einmal kommt dann doch irgendwas. Es ist nur ein Smartphone-Game. Smartphone-Games können nicht so gruselig sein. Ganz im Gegenteil. Ja, gut.
Mental Hospital, White Day, ja, Alde. Lass mich da rein. Das ist, geht mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach hier gerade. Warum haben wir eine Taschenlampe jetzt? Die ich nicht mal ausmachen kann. Und ich höre die Alte. Sobald ich die Tür aufmache, bah! Und ich so, ah! Und sie so, ha! Und ich so, ah! Oh, es kriselt da vorne schon so, ne? Oh, ich wollte das Spiel nur mal antesten. Jetzt hänge ich hier und zocke es durch wahrscheinlich. Hier lauf einfach weiter, als wäre nichts. Alles ist cool. Alles ist chillig. Was war das jetzt? Ich wurde irgendwie nach hinten geschleudert gerade. Die Tür geht nicht auf. Das ist die Fackel, das ist die Fotze. Mach die Tür auf. Mach sofort die Tür auf. Sie ist hier vor der Tür. Ich meine, weil das ist ja draußen. Das wird wahrscheinlich eine Überwachungskamera, soll das wahrscheinlich darstellen. Und diese Tür ist genau diese Tür. Hundertprozentig. Oh mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken, weil der Blutfleck auf einmal hier vor mir war. Wie nennt man das nochmal? Grammophon, glaube ich. Das ist weg. Darauf hätte ich auch früher kommen können. Immer die Toiletten. Warum wirft jeder seinen Schlüssel in die Toilette rein? Es geht ab mit den Leuten. So, im nächsten Abschnitt kommt die Frau bestimmt. Fresse, Mädel. Fass mich einmal an und kriegst richtig einen aufs Maul. Ich lass mich nicht vergewaltigen. Warum? Ich verstehe die Story des Spiels nicht so ganz. Okay. Boah, die macht eigentlich mal einen Jumpscare, das Spiel zu Ende fertig ist, ey. Sie ist für fucking nochmal hinter uns. Und ich bin jetzt nicht so behindert und drehe mich um. Oh, sie ist nicht hinter uns. Fehlalarm. Fickt euch, Junge. Wo ist jetzt schon wieder der scheiß Schlüssel, Mann? Mach jetzt mal endlich A, damit ich A machen kann. Please. Bitch, please. Die Tür geht gar nicht auf. Ah!
Come on, nicht wieder die Toilette, oder? Okay. Ich bin an der Fotze vorbeigelaufen. Ich bin die ganze Zeit an der Fotze vorbeigelaufen. Ich lief die ganze Zeit an der Nutte vorbei. Hallo? Schöne Frau? Ja gut, du siehst nicht mal so schön aus. Du hast bestimmt ein Stück von der Pizza gegessen, oder? Ah! Echt jetzt? Ach, laber, da ist der Schlüssel. Ich habe mich jetzt echt davon erschrocken gerade. Das ist voll peinlich. Entweder ist es ein Baby oder die Mutter kotzt gerade, weil die Pizza zu schlecht war. Baby ist bestimmt auf Toilette, so wie Original Petit. Ich lass dich mal schlafen, yo. Ach ja, hier war ja das Babybett, stimmt. Aber hier ist kein Baby. Was geht denn hier ab, Junge? Das ist ja voll die bekiffte Show hier. Also bis jetzt passiert ja nicht viel, ne? Warum kann ich nicht einfach mal meine Fresse halten? Wo ist meine Taschenlampe? Ich bin jetzt einfach mal mutiger. Was eine schlechte Idee ist. Fuck off. Die Tür geht bestimmt wieder nicht auf. Ah doch, sie geht auf. Das war ein komisches Level. Mutti! Jetzt mach mal hinne! Schlaf nicht so viel! Hier ist eine neue Blutspur. Also irgendwie passiert hier nicht viel, habe ich das Gefühl. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich gerade schon auf? Ja, natürlich. Baby, halt die Schnauze! Boah, jetzt hab ich mich erschrocken vor diesem Babygeschrei. Ach komm, ich bin jetzt mal gemein.